Rätselhaft, surreal, fantastisch und ein wenig dramatisch. Die Szenerie könnte aus einem Alfred Hitchcock oder David Lynch Film stammen. In der Wüste von L.A. wird gerade das Bildmotiv Icons of Style für das internationale Modeengagement Herbst-Winter 2012 von Mercedes-Benz inszeniert. Das Motiv vereint Stilikonen. Lara Stone als eines der gefragtesten Topmodels weltweit in Calvin Klein Collection und den neuen SL Roadster, eine innovative Interpretation des legendären Klassikers aus den 50er Jahren. Die Handschrift der Fotokünstlerin Alex Prager ist deutlich zu erkennen. Ihre Bilder leben von einem gewissen Retro-Charme. Bei meiner Arbeit inspirieren mich zum Beispiel der Zauberer von Oz, Fellini und auch Hitchcock. Das sind alles Stilikonen für mich. Lara Stone trägt ein Outfit von Designer Francisco Costa, dem Kreativdirektor von Calvin Klein Collection. Das gesamte Styling des Models orientiert sich an Stilikonen der letzten Jahrzehnte. Das Shooting macht Lara Stone sichtlich Spaß, obwohl das Wetter nicht ganz mitspielt. Mit Alex Prager zu arbeiten ist ein absoluter Traum. Sie ist schnell, weiß, was sie tut und hat alles genau geplant. Das ist bei Fashion-Shootings selten. Sie ist wunderbar. Neben dem Fotoshooting produziert Alex Prager auch einen Film. Hierbei spielt die Windmaschine eine Hauptrolle, die natürlich getestet werden muss. Die Maschine soll einen Tornado simulieren. Test bestanden. Ready and action! Einem Sturm standzuhalten ist auch für Lara Stone eine nicht ganz alltägliche Aufgabe. Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht so gerne mit Models. Meistens strebe ich eher einen emotionalen Ausdruck an. Aber Lara hat mich wirklich beeindruckt. Sie arbeitet eigentlich mehr wie eine Schauspielerin. Alex Prager sagt über ihre Arbeit, sie dokumentiere eine Welt, die gleichzeitig existiert und nicht existiert. Die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen. Das Bildmotiv hat Premiere auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin im Januar 2012. Dort gibt es auch ein Wiedersehen mit Alex Prager und Lara Stone. Wir freuen uns.